Heidi ho, meine Lieben, und herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Was wir heute machen, wir machen heute Eisbein, nämlich so wie es meine Mom immer früher gemacht hat, nämlich anders. Wir haben es nicht am Stück, sondern wir machen das heute ganz anders und einfach. Es sind wenig Zutaten, günstig und sehr lecker, kann ich euch versprechen. Dann gucken wir mal, was brauchen wir? Wir brauchen Eisbein. Auf jeden Fall. Hier habe ich welche vom Jungtier. Die sind halt geteilt. Also das sind jetzt ungefähr 3,5 Kilo mit Knochen und allem drum und dran, wie ihr sie da seht. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Öl zum Anbraten. Ganz wichtig. Und wir brauchen auf jeden Fall Lorbeerblätter und Piment. Bei den Lorbeerblättern haben wir jetzt hier an der Anzahl 6 Stück und Pimentkörner haben wir jetzt 10 Stück. Pfeffer und Salz. Mehr braucht man eigentlich nicht. Beim Öl müsst ihr halt gucken, so groß wie der Topf die Pfanne ist oder bei uns jetzt in dem Fall der Bräter, wie viel Öl ihr halt braucht zum Anbraten. Ne? Und was noch ganz wichtig ist, ist Sauerkraut. Wir haben jetzt hier Sauerkraut mit Speck drin. Genau. Und das ist es eigentlich. Bei der Beilage müsst ihr halt ein bisschen gucken, was ihr gerne dazu esst. Also wir machen jetzt uns Kartoffeln nachher dazu. Ihr könnt euch aber auch gerne zu Semmelknödeln, passt das auch ganz gut. Oder ich hab's auch schon mal, hört sich vielleicht ein bisschen pervers an, mit Nudeln essen. Aber es schmeckt auch mit Nudeln echt lecker. Aber müsst ihr wissen, wir machen nachher noch Kartoffeln dazu. Genau, und dann fangen wir mit der ganzen Schose, würde ich sagen, jetzt einfach mal an. Gut, das erste, was wir machen müssen, Leute, ist nämlich den Bräter hier schön heiß machen. Finde ich halt jetzt nicht so den mega geilen Herd, dass der na jetzt eine Herdplatte hätte, die ein bisschen breiter ist. Jetzt versuchen wir das halt erstmal so halbwegs über Zweien zu machen. Den machen wir jetzt schön heiß. Kippen schon mal das Öl drin, damit es heiß werden kann. Was ein ganz guter Test ist, wenn ihr das nicht wisst, um zu gucken, ob euer Öl heiß ist. Also wenn es natürlich qualmt, ist es normalerweise viel zu heiß. Könnt ihr einfach einen Tropfen Wasser, zum Beispiel vom Wasserhahn, einfach mal zwischendurch reinmachen. Und dann seht ihr, wenn es halt so zerzischt, dann ist es heiß. So eine ganz einfache Sache. So, der wird jetzt einfach mal recht schnell heiß. Und da geben wir einfach gleich nur die Haxen rein zum Anbraten, ohne irgendwas. Einfach die Teile rein drehen, von jeder Seite anbraten. Und das ist das, was wir jetzt machen. Ja, natürlich der David ist wieder hinter der Kamera. So wie beim letzten Mal, sage ich das wieder viel zu spät. Ach, alles gut. ja, der ist heute wieder am Start. Der hilft mir ein bisschen und dann schlemmen wir nachher noch. Und zwischendurch haben wir natürlich auch noch ein bisschen Wartezeit. Weil das Ganze muss 1,5 Stunden dann einkochen, sag ich mal. Und in der Zeit werde ich mit David, denke ich, mal eine Runde zocken oder so. Und dann sehen wir uns später wieder. So wird es. Gut. Sollte gleich heiß sein, der Bräter. Und... Oh, süße. Können wir ja auch mal als Test machen, was ich gerade gesagt habe. Hat ein bisschen Wasser dran. Ja, da in der Ecke fängt es schon an. Da ist schon heiß. Sollte das jetzt ungefähr hinhauen. Vielleicht noch mal ein bisschen die Mitte hier heiß machen. Und dann gehen wir... Die einfach rein, die guten Jungs. Mussten auch einen Bräter nehmen, wie gesagt, weil ich die sonst nicht in den Topf gekriegt hätte. Weil normalerweise kriegt man eine Haxe ja am Stück, da hätte man zwei echt große nehmen können und diese dann vom Jungs hier kleiner und die waren halt geteilt. Aber wie man sieht, passen die alle gerade so rein. Mit dem Drehen wird es dann nachher, denke ich mal, das ist lustig. Naja, gut. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen braten und dann drehen wir sie zwischendurch. In der Zeit würde ich sagen, weil das Ganze ein bisschen dauert, Leute, wir sehen uns später wieder, weil es recht laut ist hier. Und ihr seht das Ganze dann wieder im Zeitraffer und wir sehen uns dann, wenn mit dem Anbraten fertig ist, wieder mit dem David und so und Turm und zwei. Ihr hört schon, das wird laut. Bis später. Thank you.
Leute, drehen wir das Ganze nochmal. Wir haben die jetzt so einigermaßen alle schön angebraten. Und wollen das Ganze jetzt gleich den ganzen Spaß jetzt gleich ablöschen. Einfach nur mit Wasser. Ihr müsst aber ein bisschen gucken, weil der Fett ist und so. Nicht, dass euch das Fettexplosion hochgeht. Wenn es jetzt so heiß ist wie hier, dass es qualmt, nimmt es nochmal kurz runter von der heißen Platte. Wartet mal kurz, bis es nicht mehr so ganz so heiß ist. Löscht es dann ab und zieht es dann wieder drauf. Dann ist da Fettexplosion und so nicht so geil. Genau, wir löschen jetzt also wie gesagt gleich mit dem Wasser ab. Zu dem Wasser kommen nur halt die 10 Pimentkörner und die 6 Lorbeerblätter. Einfach nur darin und dann bleibt das Ganze hier schön auf dem Herd, so richtig schön köcheln, nämlich anderthalb Stunden. Und nach anderthalb Stunden machen wir weiter, da holen wir das Fleisch raus und machen das Fleisch dann klein. Und dann kommt der ganze Rest dazu, aber das sehen wir dann nachher. Wie gesagt, jetzt hätte ich erstmal das Wasser mit dran, erstmal einen Liter. So, jetzt hört er mich wieder besser. Erstmal ein Liter. Die Kollegen sollen nämlich dann ungefähr halb zur Hälfte mit Wasser. Also, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, auch wenn ich mich gerade blöder ausdrücke. Dann drehen wir uns die hier nämlich nochmal. Mal gucken, ob wir die vielleicht ein bisschen flacher gelegt kriegen. So rum war der schon recht flach, würde ich sagen. So. Dann drehen wir hier auch nochmal. Und den hier kriegen wir vielleicht auch noch so hingelegt. Ja, das sieht ganz ja schon mal schön aus. Sind eigentlich auch mit dem Liter fast bis zur Hälfte bedeckt, würde ich sagen. Also vielleicht noch einen kleinen Schluck, aber mehr würde ich nicht ranmachen gerade an der Stelle. Machen wir noch einen kleinen Schluck warme dran. So. Warum wir den ganzen Spaß auch angebraten haben, Leute, das ist eigentlich nicht, weil wir die Fettkruste nachher einfach abmachen, die kommt ja gar nicht mehr dran. Das ist einfach für den Geschmack, damit wir nachher richtig schön Geschmack in der Soße noch mit drin haben. Ne? Und Röstaromen und so, ihr wisst schon, was ich meine. Judy, dann schmeißen wir jetzt so einfach, wie ihr sagt hier, Piment, 10 Stück. Ah. Zack, Rinder, die Lorbeerblätter dazwischen. Ne? Und Salz und Pfeffer machen wir erst später. Genauso wie das Sauerkraut. So, der ganze Spaß. Er muss jetzt wieder anfangen zu kochen und zu köcheln. Und ja, was soll ich sagen? Dann sehen wir uns in anderthalb Stunden wieder, wenn ich mit David das Fleisch auseinanderpule, würze und natürlich noch das Sauerkraut mit hinzufüge. Das lassen wir eben mal aufkochen und kosten den ganzen Spaß noch. Und dann ist das ganze Ding fertig. Es dauert natürlich so generell ein bisschen lange, aber man muss nicht viel machen. Ich sag mal, mit so ein bisschen Vorbereitung, ich meine, hier hast du ja kaum Vorbereitung, halbe Stunde, maximal 20 Minuten und am Ende, wenn du das auseinandergefummelt hast, vielleicht nochmal 20 Minuten. Klar, es muss anderthalb Stunden kochen, aber es schmeckt. Ich verspreche es euch, wirklich, müsst ihr ausprobieren. Na dann, Leute, dann seid mit David jetzt erstmal ciao bis später, weil das Ganze wird jetzt hier köcheln und ihr seht es dann wieder in der Zeitraffer. Jetzt wird gezockt. Ja, Mann. Jetzt geht's weiter. Wir haben die Haxen schon mal rausgenommen und der David hat so fleißig Kartoffeln. Oh, jetzt werden sie mir fast runtergefallen. Ihr schält. Und die nehmen wir jetzt hier hinten schon mal ins kochende Wasser drin, Leute. Ja. Ah. Zack. Dann können die schon mal kochen, dann sind die in 20 Minuten fertig. So wie der Rest hiervon.
So, der nächste, was wir machen, ist schon mal in die Soße, weil die Haxen wir ja schon draußen haben, so wie ihr da seht. Ne? Da gehen wir jetzt hier einfach Sauerkraut rein. Das sind 800 Gramm. Wir haben jetzt welches mit Speck genommen. Könnt ihr natürlich auch ohne nehmen. Müsst ihr bloß aufpassen, denn beim Abschmecken nachher, dass er nicht zu viel Salz ran macht. Deswegen machen wir das mit dem Salz und Pfeffer am Schluss. Dann nehmen wir den Spaß hier drin. Nehmen wir uns einfach nochmal kurz die Gabel. Ich kann es ja mal für euch sichtbar machen. Tut mir leid. So, Freunde. Einfach hier drin. Zack. Nehmen wir uns ein Löffelchen, hauen das hier schon mal so rein, bringen das Ganze wieder zum Köcheln, damit es noch ein bisschen einkochen kann in der Zeit, wo wir jetzt hier drüben von den Haxen das gute Fleisch von den Knochen und vom Fett trennen. So, lassen wir den hier erstmal weitermachen. Salz und Pfeffer stellen wir mal noch nach hinten, das nachher wird abschmecken. Hinten die Kartoffeln machen wir noch mal heiß, damit die kochen. Freunde, und dann widmen wir uns jetzt hier drüben den Spaß mit den Haxen. Ich gucke mal, ich nehme erstmal ein scharfes Messer hier. Zack, stelle ich mal zur Seite und dann probiere ich mal mein Glück. Ich gucke mal, vielleicht sind sie gar nicht mehr so heiß. Na doch, kann man anfassen. Wie kann man den Schmarrn nämlich einfach hier vom Knochen abschneiden? So wie ihr hier seht. Und halt das, was hier Fett außenrum ist, wenn ihr das halt überhaupt nicht mögt, kann man das halt hier abschneiden oder zum Teil sogar super abziehen. Wie ihr seht. Ne? Zack. So, dann habt ihr hier eigentlich nur noch das gute Fleisch dran. So, dann schneidet ihr das einfach ein bisschen runter. Und wenn ihr hier auch seht, wie bei uns gerade, hier ist auch, hier ist noch heiß. Hier ist noch Fett dran. Und das halt, wie gesagt, ich mögt. Einfach, ist das heiß. Und da schneiden wir den Schmarrn. Dann habt ihr hier das schöne Stück. Hier habt ihr der auch wieder. Seht ihr das schön? Wie gesagt, was wirklich ist, könnt ihr einfach so seitlich ein bisschen runterschneiden. Dann habt ihr das gute Fleisch. Den Spaß, den machen wir jetzt natürlich mit allen Haxen. Und die wandern dann in die Soße. Das lässt sich aber ziemlich gut abziehen. Ja, mit ein bisschen Druck lässt sich das echt gut abziehen, hast du recht, David. Dauert jetzt hier natürlich eine Weile. Ich weiß auch noch gar nicht, ob wir das in Zeitraffer machen oder ob ich mit David jetzt einfach die paar Minuten hier zerquatsche. Weil, wie gesagt, hier drüben das köchelt. Die Kartoffeln machen, was sie wollen. Ne? Fängt hier gleich wieder an zu köcheln. Die Kartoffeln machen weiter. Und wir schnibbeln hier noch ein Weilchen rum. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt geht's weiter. Wir rühren mal unser Fleisch hier unter. Unter unser Sauerkraut und dem ganzen anderen Zeug. Kann das noch ein bisschen vor sich hin köcheln, weil die Kartoffeln brauchen noch kurz. Dann können wir die abgießen. Und dann können wir essen, aber vorher müssen wir noch mal abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und dann schauen wir mal weiter. So, dann lassen wir das noch mal richtig schön aufkochen. Ich würde sagen, ich halte schon mal einen Löffel drin, ich koste schon mal. Danach gibt es mal einen Löffel für den David. Oh. Mal gucken, was der sagt. Sie riecht auf jeden Fall durch den, dass wir ja Sauerkraut mit Speck genommen haben, riecht es auf jeden Fall auch sehr nach Speck. Ist aber schon gar nicht so ohne. Also hat schon fast den Geschmack, wie ich das von dem kenne. Natürlich ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer vielleicht noch. Aber vom Geschmack her, hier David, fliegt mal über die Kamera hinweg. Sehr lecker. Aber so ungefähr soll das schmecken. Also da können wir auf jeden Fall, wie ich das hier gerade schon gemacht habe, halt den kleinen Haufen Salz und Pfeffer, den können wir da auf jeden Fall noch mit ran tun. Und noch mit runterrühren. Und dann lassen wir den Schmarrn halt nochmal schön aufkochen. Und wenn euch das natürlich zu dünn sein sollte, könnt ihr das natürlich mit Stärke oder mit
mit dunklen Soßenbinder abbinden. Das werden wir vielleicht hier, denke ich mal, auch noch ein bisschen machen, damit die Soße noch ein bisschen dicker wird. Und ja, so hat das klassisch meine Mom gemacht. Oder vielleicht auch ihre Mom. Also auf jeden Fall ein altes Rezept. Eisbein mal anders. Und wir können ja mal gucken, vielleicht können wir ja irgendwann mal in einer G's Cooking Folge, wenn ihr Bock drauf habt, mal schauen, ob wir das nicht ein bisschen anders machen. Vielleicht generell ein One-Pot-Gericht draus machen, dass wir die Kartoffeln noch mit drin garen und vielleicht das auch noch alle ein bisschen verfeinern, dass wir zum Ablöschen und so ein bisschen Weißwein benutzen oder vielleicht auch noch zum Anschmoren ein bisschen Suppengrün oder so. Aber da schauen wir einfach mal. Mal kurz aufkochen, dann nehmen wir das alles schön auf den Teller. Das zeige ich euch dann nochmal. Und dann können wir essen, Freunde. Ja, was können wir noch kurz in der Zeit machen? Wenn ihr natürlich möchtet und noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Schmarrn gerne da oben. Oder auch Allerhand Rap könnt ihr auch gerne abonnieren. Oder guckt euch natürlich auch gerne andere Folge an, die werden wir ungefähr da einblenden. Ja, jetzt kocht das ja nochmal. Das ist schon mal super, dann können wir schon mal ausmachen. Und mal schön umrühren. So, dann nehmen wir uns mal ein Gänchen. Und damit der David endlich nicht mehr hungern muss, gehen wir da mal eine Jutekelle drauf. So, David. Jetzt kannst du essen. Wie gesagt, ich habe es schon seit meiner Kindheit gegessen. Ihr kennt es von meiner Mom. Es schmeckt halt einfach mega lecker, mega einfach. Ne? Es ist billig. Was wollt ihr mehr? Es ist ein Traum. Und das Endergebnis, das könnt ihr dann auch noch gerne mal auf Instagram unter G's Cooking Show unter Betracht nehmen. Da mache ich noch mal ein paar hübsche Fotos. Und da könnt ihr noch mal reingucken. Also, bis dann, Leute.